Also im Sommer kommen auf jeden Fall mehr Touristen als in der kälteren Jahreszeit. Letztes Jahr hatten wir dann im Juli, August rum schon mal so 700 bis 800 Besucher im Monat. Im Moment würde ich sagen, sind es ungefähr 20 bis 25 Besucher am Tag und am Wochenende wird es dann aber auch schon mehr. Laut unserer Statistik kommen die meisten ausländischen Besucher aus Frankreich, gefolgt von den Niederlanden und den USA. Aber wir haben auch Besucher, die kommen von weiter weg. Also ich hatte letztens einen Gast, der kam aus Malaysia. Dann hatten wir auch schon Besucher aus der Dominikanischen Republik oder aus Japan, aus Indien oder der Elfenbeinküste. Aber ansonsten haben wir eigentlich auch viele Deutsche und ja auch Bürger vom Regionalverband. Also die am häufigsten gestellte Frage ist eigentlich die nach einem Stadtplan. Ansonsten ist das tatsächlich immer sehr unterschiedlich. Also oft fragen die Leute nach Veranstaltungen, informieren sich bei uns über Sonntags ans Schloss oder über die Führung mit dem Schlossgespenst. Ja, ansonsten stellen sie auch häufig Fragen zu Wandern und Radfahren oder auch was man hier im Schloss alles so besichtigen kann. Also wir haben hier als ganz speziellen Geheimtipp unsere Hängematten. Die kann man nämlich im Urwald vor den Toren der Stadt aufhängen. Da gibt es dann Baumelstationen, die extra gekennzeichnet sind. Und ja, kann einfach mal sich entspannen, eine Auszeit vom Alltag nehmen und ja, die Seele baumeln lassen.